Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 16. Im letzten Part haben wir hier in der Hauptmission einige Fortschritte gemacht. Wir haben unter anderem herausgefunden durch Vivien, dass Kupka sich in Drachenfang jetzt befindet, denn sie hatte ein bisschen kalkuliert und ein bisschen analysiert, wo er sich befinden könnte, weil die Valutena den ja mitgenommen hatten, nachdem wir ihn besiegt hatten. Und sie ist zu dem Entschluss gekommen, dass er in Drachenfang ist. Wir haben weiterhin hier auch noch einen Szenenwechsel gehabt, in dem wir hier die Valutena gesehen haben. Darunter unter anderem Prinz Dion, wo ich jetzt davon ausgehe, dass er der Prinz ist, der sich in Bahamut verwandeln kann. Der König sozusagen, der hat ihm befohlen, hier aufs Schlachtfeld hervorzutreten und dort eben Befehle zu empfangen. Er hat man aber gemerkt im letzten Part, hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie er ein Land zu führen hat als sein Vater. Und unsere Mutter, die ja mittlerweile neben dem König sitzt, hat ja auch einen Sohn irgendwann gebärt, der sozusagen vom König jetzt der Sohn ist und unser Stiefbruder automatisch ist, Olivier. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir weiterkommen. Wir haben im letzten Part dann auch noch hier unerwarteten Besuch von Onkel Byron gekriegt, wo ich mich auch ein bisschen kaputt gelacht habe, weil Clive darauf null klar kam, dass Onkel Byron da war. Aber er ist jetzt mit uns und mit ihm zusammen werden wir jetzt zur Velcroy-Wüste reisen. Denn wie gesagt, dort soll sich angeblich Lord Kupka befinden. Mal schauen, ob wir ihn dort finden werden, zeitnah. Velcroy-Wüste, nordwestliches Dalmekia, ein schier unendliches Meer aus Sand und Stein, das mit der Zeit immer weitere Teile des Westens Dalmekias an sich reißt. Dort waren wir generell noch nicht, dort werden wir jetzt das erste Mal hinkommen und mal schauen, was wir so sehen werden. Republik Dalmekia. Waren wir auch schon ein paar Mal in Dalmekia generell. Dalmekia ist gefühlt alles Wüste, also. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Wüste gesehen wie in Dalmekia. Natürlich, es gibt andere Rollenspiele, da ist auch viel Wüste, aber ich meine jetzt hier. Ich war ein junger Mann, als ich zuletzt hier gewesen bin. Torgal. Für einen Wüstenwolf. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier. Hat er doch ein Direkt bisschen viel Frost. Nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Gut, Fährten im Sand. So, und ich habe euch natürlich auch noch nicht unsere Fähigkeit gezeigt, aber müsst auch mal gerade gucken. Und zwar haben wir jetzt diese ganzen Sachen hier, aber wir haben ja, wie gesagt, rein theoretisch auch noch andere Esper-Fertigkeiten. Aber wahrscheinlich müssen wir das tauschen, ne? Genau, für Titan. Ich glaube, aufgrund des Damages, den wir bis dato ausrichten, werde ich mal Titan als erstes hier hinpacken. Damit wir das, wie gesagt, auch mal begutachten können. Unser Ziel liegt hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Ah, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ah, schaut mal. Jetzt haben wir dadurch ein Schild. Boah, da muss ich mich erstmal voll dran gewöhnen. Also das ist wohl reiner Nahkampf alles. Weiß ich jetzt nicht. Also auf Dauer werde ich wahrscheinlich doch eher darauf verzichten, aber vielleicht muss ich mich auch erstmal daran gewöhnen, wie das meistens der Fall ist, ne? Bei jeder neuen Fertigkeit und generell bei allem, was wir so drauf haben, müssen wir, wie gesagt, erstmal ein bisschen gucken. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt.
Du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, wie du im Sand gesessen und Elvin die Ohren vollgeplärrt hast. Schöne Anekdoten aus der Vergangenheit auf jeden Fall. Aber klar, die Geburt unseres kleinen Bruders ist schon wichtig. Ist schon gut gewesen. Ohne dass ich jetzt dabei war, aber... Ja, ich bin selber so, dass ich eine ältere Schwester habe. Also ich hatte nie jüngere Geschwister. Und daher kann ich das, oder konnte ich das so nie nachempfinden. Aber zum Beispiel, ich habe es mitbekommen hier, wie mein Neffe geboren wurde, wie klein der noch damals war. Und ja, das ist einfach was total Schönes ist, natürlich. Abgesehen davon. Hast du diese Soldaten in der Schenke gesehen? Die sind nicht von hier. Ja, es ist auch eine sehr interessante, gute Erfahrung, wenn man sowas mal erlebt hat. Steinerne Wache soll schon bis nach Rosalith vorgehen. Ja, bis nach Rosalith. Ja, das ist aber jetzt nicht so. Das Feinste vom Feinsten. By the way, das ist hier auch sehr spannend, wie viele wild laufende Chocobos hier sind. Aber sonst haben wir hier aktuell gar nicht so viele Gegner, ne? Das ist auch mehr so ein Straßenpfad. Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Ja, gerne. Also insofern wir natürlich dort auch was machen dürfen. Ich habe mich jetzt erstmal schnurstracks dahin begeben, natürlich. Aber wir dürfen andere Sachen auch noch erkunden. Oh, Torgal. Was ist los? Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ashra. So viel ist sicher. Ist schon ein langer Ritt aus Stonhir. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Okay, spielen. Oh. Ey, jetzt sieht Clive ein bisschen aus wie Ezio. Kappa. Ja, wobei, der sieht aber echt schon crazy wie ein Assassine da aus. Der könnte echt eine Hauptrolle bei Assassin's Creed bei irgendeinem Teil mitspielen. Das sind die? Ich bin gespannt, wann es die erste Schlägerei geben wird. Meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn's leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. Zwei Schüsseln davon und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Boah, man wird immer gescheucht. Wärst du etwa lieber mein Knapper? Oh, das sieht... Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Belag. Jetzt haben wir ein da frisches Brot belegt. Oh nein. Joshua? Oh mein Gott, erzähl keinen Quatsch. Was ein Zufall. Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein,
Wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Stellt sich mir natürlich die Frage, ob wir uns begegnen werden. Jetzt bin ich gespannt. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Die reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Onkel. War wohl ein Bier zu viel. Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd? Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Und was ein Typ. Ey, das. Oh mein Gott, ey, was ist das für einer? Ey, der ist so geil, ich feier den. Wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Unser Onkel. Oh Mann, ey. Der ist wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ach Mann, ey. So ein cooler Charakter, wirklich. Wie der schon da reingeplatzt ist im letzten Part, ne? Das war wirklich lustig. Oh, weiter so, hau sie weg. So weit weg von zu Hause, ja, das war's schon. Da ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel passiert gerade, aber naja. Blutige Haut, oh Gottes Willen. Unbelievable, wirklich. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Oh meine Güte. Oh mein Gott, ey. Kleinschlägerei vom Allerfeinsten.
Weiß sie, dass wir das sind? Boah, das Wasser sieht richtig schön aus. Jetzt oder nie. Euer Gnaden? Es geht. Aber hat sie uns nicht erkannt? Oder kennt sie uns wahrscheinlich gar nicht? Aber Joshua würde uns sofort erkennen. Der Scheibenkleister. Das ist wirklich Wahnsinn, dass er das gespürt hat. Was hast du? Könnte er Torgal nehmen, vielleicht um die Fährte aufzunehmen? Nichts. Vergiss es. Wir gehen. Ich dachte, die versammeln sich jetzt wegen uns da, aber nee. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Wo steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftaucht. Der letzte Schrei, rot so weich wie eine Schäfchenwolke. Na dann. Auf und davon. Davon. Fong, fong. Ah. Ist gesperrt und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Überraschung. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Dann mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Rujena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Müssen wir fragen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde die Suche zweifellos eingrenzen. Wir müssten uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Nicht so aus, als würden wir bald nach Drachenfang zurückkehren. Nun, wir haben ja auch keinen Grund dazu. Ja, die haben hier auf jeden Fall viel geackert. Sie haben die ganze Mine dafür geschlossen. Die Kristallausgabe ist vorbei. Geht nach Hause. Aber ich hab noch keinen. Die Kristallausgabe ist vorbei. Geht nach Hause. Ich dachte, die sagen noch irgendwas. Können die noch was sagen? Auf Befehl von Lord Kupka. Bleibt das Tor geschlossen. Jeder Versuch, ohne Genehmigung nach Drachenfang zu gelangen, wird mit Verhaftung und Kerker bestraft. Wie soll ein Händler seinen Lebensunterhalt bestreiten? Du willst ein Träger sein? Ein Streichholz leistet bessere Dienste. Ach, wie dumm ich doch war, einen so hohen Preis für dich zu bezahlen. Die armen Schweine. Womit kann ich den Herrschaften dienen? Lass mich das machen.
Mein guter Mann, wir repräsentieren eines der angesehensten Handelshäuser in Port Isolde. Wir erwägen, in diese Region zu expandieren und würden gern die Bekanntschaft der führenden Geschäftsleute hier machen. Wo finden wir denn jene? Also am bekanntesten sind unsere Bäder, die Märkte und die Schmieden. Die Besitzer der florierendsten Geschäfte haben hier sehr großen Einfluss. Danke. Das hilft uns sehr weiter. Ihr kennt nicht zufällig eine Dame namens Rujena Dalimil, oder? Nein, die kenne ich nicht. Gut. Trotzdem vielen Dank. Ja. Ein paar Infos. Schauen wir mal weiter. Was willst du? Ich hab zu tun. Es dauert nicht lange. Ich suche nach jemandem. Eine Frau namens Rujena Dalimil. Kennst du sie? Nie gehört. War's das? Eine Frage noch. Angenommen, ich suche den reichsten Händler hier. Wohin sollte ich mich da wenden? Ganz klar. Dornkus. Die beste Schmiede diesseits der Meerenge. Der Inhaber ist ein Jungspund. Aber er hat den Dreh raus. Der Dornkus also. Danke. Dieser Jungspund ist doch unmöglich der Richtige. Sitzkontaktperson soll schließlich einflussreich sein. Einfluss kommt mit Alter und Erfahrung. Glaub mir das. Ja, aber dann schauen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier mit den Dorfbewohnern weiter entsprechen und dann den Dornen. Der Junge vom Dornkuss hat echt Dornkuss sprechen. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, obwohl ich gerade noch mit ihr gesprochen habe. Ja, moin. Das Alzheimer kickt wieder. Nein. Wie gesagt, wir haben in diesem Part hier auf jeden Fall dann erstmal die Wüste betreten, die doch etwas größer zu sein scheint, als ich dachte. Und im nächsten Part hoffen wir dann nach Drachenfang zu gelangen. Wir schauen auf jeden Fall mal, ob wir Rujena Dalimil im nächsten Part finden. Und wir schauen dann mal weiter. Mal sehen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.